bist der Mensch, den das Leben liebt und den es immer schon hervorbringen wollte. Erlaube dir daher selbst, du selbst zu sein. Ja? Eine wunderbare und ganz herrliche Geschichte, zu der ich dich in diesem Video ganz herzlich begrüßen möchte. Du, die Botschaft, die ich dir mitgeben möchte in diesem Video, lautet schlicht: Du wirst geliebt. Nicht nur von deinen Freunden, deiner Familie, deinen Mitmenschen, deinem Umfeld, deinem Partner oder deiner Partnerin, ja? Sondern vielmehr, ja, ist das ganze Universum in Wahrheit umgeben und durchdrungen von einem großen Geist, dessen höchste Qualität immer die der Liebe ist. Das wird dir ganz aktuell wahrnehmbar, beispielsweise, ja, wenn du dich eben in diese Ebene der außerkörperlichen Erfahrungen begibst, ja, wenn du beispielsweise Astralreisen machst. Denn ich kann dir aus erster Hand versichern, dass die Schwingung, die Qualität der Schwingung, die auf dieser Astralebene, auf einer gewissen Ebene zumindest, ja, auf jeden Fall herrscht, ja, tatsächlich die jene der Liebe ist. Du fühlst dich dort geborgen, absolut wohlbehalten, absolut gut, weil du in einem Ozean aus Liebe schwimmst. Liebe ist also in Wirklichkeit jene Schwingungsqualität in dir, in der die höchste Wirklichkeit immer schon schwingt. Und unsere Aufgabe ist es sozusagen, ja, auch mehr und mehr uns dieser höchsten Schwingungsebene, diesem Prinzip, dem universellen Prinzip des Göttlichen anzunähern, indem wir mehr und mehr die Qualität der Liebe in unserem Wesen sozusagen annehmen und verkörpern. Denn indem wir das tun, ja, ziehen wir erstens einmal, ja, ganz, ganz viel Energie, ja, aus der Urquelle, die dann für uns und unsere Mitmenschen aktiv wird. Und wir, es gelingt uns dadurch, ja, selbst auch unser Leben in einer ganz anderen Qualität, Intensität und mit einem ganz anderen sozusagen Lebensgefühl, ja, in einer ganz anderen Lebendigkeit, ja, wahrzunehmen, als es andernfalls der Fall ist. Und alles, was wir dafür tun müssen, ist eben, dass wir der äußeren Weltwirklichkeit eben nicht mehr erlauben, ja, unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf sich abzuziehen, immer wieder in, weiß ich nicht, politische Debatten, Scheingefechte, alles mögliche hineinzugehen, aber auch ganz allgemein, ja, mit unserem Geist sozusagen von uns weggezogen zu werden auf alle Dinge, die wir in der äußeren Weltwirklichkeit wahrnehmen und haben und erleben, ja, sondern indem wir uns, wenn wir merken, dass wir aus dieser Schwingungsebene der Liebe irgendwie rauskommen, ja, eben wieder bewusst zu dieser Schwingungsebene zurückkehren. Und dafür musst du nichts anderes tun, als eigentlich eine Entscheidung dafür zu treffen, dass du mehr und mehr von dieser Liebe spüren möchtest. Und zwar immer in dem gegenwärtigen Moment, in dem gegenwärtigen Augenblick, in dem du dann bist. Und wenn du in die Liebe gehst, dann gehst du gleichzeitig auch in die Energie. Deshalb ist einfach diese Bewusstseinsarbeit darin, diese höchste Schwingungsebene bewusst in uns hervorzubringen. Denn Liebe zu empfinden, Liebe zu fühlen, ja, nicht jetzt ganz konkret als Mann-Frau-Liebe oder als was auch immer, ja, sondern abstrahierter dargestellt, ja, oder abstrahiert verstanden, ja, in einem weiteren Verständnis als Qualität des Seins. Das kann wirklich jeder einfach machen, zu jeder Sekunde seines Lebens. Und das ist ja eigentlich auch der ursprüngliche Sinn, auch der Achtsamkeitsmeditation. In der Achtsamkeitsmeditation geht es darum, dass du deinen Geist tatsächlich konkret jetzt im Augenblick fokussierst. Aber eigentlich, dass du nicht auf diesem Fokus stehen bleibst, ja, sondern dass ich dann in diese energetische Qualität, eben meiner Meinung nach, ja, der Liebe hineingehst und hineinkommst. Und dann, wenn du das machst, dann wirst du feststellen, dass dein Wesen, deine ganze Persönlichkeit von innen heraus zu leuchten beginnt und dass dir alle Dinge ganz einfach von der Hand zu gehen beginnen. Das bedeutet also, wenn du in den Flow kommen möchtest, in den Flow-Zustand kommen möchtest, dann sorge einfach dafür, dass die Liebe die Qualität deines Handels bestimmt und dass du andere Menschen und die gesamte Weltwirklichkeit mit den wohlwollenden Augen der Nächstenliebe eben tatsächlich betrachtest. Passt, das war's auch eigentlich schon, was ich dir in diesem Video mitgeben wollte. Daraus, dass die höchste Schwingungsebene in die Qualität der Liebe ist, ja, können wir ganz, ganz viele Dinge ableiten. Unter anderem aber, ja, bevor es wieder zu theoretisch wird, ja, eine ganz einfache Übung, die ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte. Egal, wo du heute bist, ja, immer wenn dir dieser Gedanke kommt, dass du doch mehr in die Dimension der Liebe gehen könntest, ja, dann versuche einfach genau bewusst, das bewusst zu machen, ja, und vielleicht sogar mit einer Imagination zu verbinden. Das bedeutet also, du siehst dann, wenn du dich dafür entscheidest, in die Liebe zu gehen, ja, wie aus deinem Herzen heraus vielleicht etwas wie eine große Sphäre des Lichts, eine Kugel des Lichts sozusagen damit beginnt, dich zu umgeben und zu leuchten. Das musst du dir eigentlich nur ganz kurz vorstellen, wenn du gelernt hast, wie du mit Imaginationen arbeiten kannst, ja. Und du wirst automatisch erleben, wie du so einen ganz anderen energetischen Effekt erzielst, eine ganz andere energetische Schwingungsebene erreichst. Dazu möchte ich dich also von Herzen einladen. Ja, das war's auch schon mit diesem Video. Hey, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch ein Like oder Kommentar da. Und vergiss nicht, heute verstärkt dein Bewusstsein auf die Qualität der Liebe einzustimmen. Und ich verspreche dir, es wird eine wunderbare und eine ganz herrliche Geschichte und ein spannendes Leben sein, ja? Eine einfache geistige Übung, die du einfach in deinen Alltag integrieren kannst.
Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Wenn das Video gefallen hat, wie gesagt, liken oder Kommentare lassen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video oder in den heiligen Hallen der Hohenfeste deiner mystischen Academy. Alles Gute und ciao dabei!